So, und hier seht ihr die neuen Items auch nochmal im Detail. Wie gesagt, ich habe jetzt nur von jedem ein bisschen was gecraftet, einfach um es euch auch zeigen zu können. So schaut das Ganze hier aus. Ich finde den Zaun sehr, sehr süß. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Alrighty, ihr Lieben. Um die Aufgabe zu starten, müsstet ihr eine neue Aufgabe von Remy drinnen haben. Für diese Aufgabe müsst ihr schon sehr weit mit sehr vielen Charakteren sein. Unter anderem ist da nämlich auch dabei Jack Skellington, der quasi noch relativ neu ist, falls jemand noch nicht so weit gequestet haben sollte. Und wir gehen jetzt mal direkt zu Remy und schauen mal, was er uns zu sagen hat. Du bist eine unglaubliche Köchin, Alyssa. Fühlst du dich bereit für eine neue Herausforderung? Jawohl, toll. Ich habe mir überlegt, dass wir ein paar neue kulinarische Optionen ausprobieren könnten, indem wir jeden Tag deine Kochkünste testen. So, ich skippe das jetzt ein bisschen durch, dass ich hier nicht den ganzen Dialog vorlese. So, gut. Somit haben wir die Aufgabe gestartet. Und untersuchen mal die seltsame Speisekarte. So. Schwuppdiwupp. Und auf dieser seltsamen Speisekarte sehen wir ein super süßes Bild, wo wir auch eben die neuen Items sehen, die wir freischalten können. Unter anderem eben diese Statue, den Zaun, die Sessel, Tische, diese Bodenplatten. Genau, also es sind zwei unterschiedliche Tische, einmal so in dieser Gartenrostoptik und einmal mit Glasplatte. So. Entschuldige, aber ich bräuchte mal die Hilfe eines Menschen. So, jetzt müssen wir noch mal kurz mit ihm reden. Wie gesagt, ich skippe das jetzt für das Video hier durch, damit ich das für euch so kurz und knackig wie nur möglich halte. Und jetzt haben wir unsere Aufgabe bekommen. Ich mache das hier einmal groß auf. Remy scheint sich über neue Chancen im Tal zu freuen. Bring den Dorfbewohnern ein paar kostenlose Proben mit, um ihnen zu zeigen, dass der Lieferdienst des Shay Remy geöffnet ist. Besorge etwas, das mit Slush-Eis gemacht wurde für Elsa, einen Nachtisch für Belle, ein Gericht mit 5 Sterne für Ariel, ein Gericht mit 5 Sterne, also das haben wir quasi erledigt, und die Speisekarte untersuchen, weil ich ein 5-Sterne-Gericht bereits in der Tasche habe. Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg und gebe den ganzen Süßis das bestellte Essen. Hier. Bitteschön. Hallo. Hallo. Ich bin wirklich dankbar für deine Hilfe. Und wir müssen zu Remy zurückkehren. Ah, wo hat er sich jetzt versteckt? Er ist unten auf der Wiese. Gott, bei meinem Saustall, den ich da auf der Wiese habe, den finde ich niemals. Hier. So. Gut. Wir bekommen jetzt von ihm Eisenbahren. Das ist aber ein Schmiedeeisen und nicht die normalen Eisenbahren, die wir bereits kennen. So. Also er sagt uns jetzt, dass wir damit diese ganzen Sachen craften können. Und wir haben jetzt neue Rezepte freigeschaltet. Eben den Zaun, den Tisch, die Statue und die Sessel. So. Jetzt gehen wir mal zur Werkbank. Und hier ist jetzt nämlich ganz, ganz wichtig. Die heißen nämlich beide Eisenbahnen. Ich hoffe, dass sie das noch austauschen werden. Also hier bitte ganz genau immer aufpassen. Das sind die normalen Eisenbahnen, wie wir sie kennen. Die erstellt man aus Eisenerz und aus Kohleerz. Diese Eisenbahnen quasi kann man aus dem Schmiedeeisen machen. Das heißt, daraus werden dieselben Eisenbahnen. Ihr verwendet aber das Schmiedeeisen dafür. Also klickt da ja nicht aus Versehen drauf, weil ihr könnt diese Quest täglich abschließen kriegt dann dafür eben das Schmiedeeisen. Also verwendet das nicht, um aus Versehen normale Eisenbahnen zu craften. So. Jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir hier natürlich die neuen Möbel herstellen. Hier seht ihr sie nochmal im Detail. Es gibt den Pariser Stuhl, den verzierten Pariser Stuhl, den Pariser Tisch, den verzierten Pariser Tisch, die verzierte Pariser Statue. Dafür brauchen wir nämlich 100 und den schmiedeeisernen Weg.
Was cool ist, wenn ihr nämlich hier diese Pixelscherben-Duplikate habt, könnt ihr die dafür verwenden, wenn ihr hier zu wenig habt. Ihr seht es schon, hier steht, ich blende mich kurz aus, hier steht Herstellen. Dann kann ich diese Pixel-Duplikate dafür verwenden, dass ich die Sachen trotzdem herstellen kann. Das bedeutet, wenn ihr brav im Multiplayer unterwegs gewesen seid, könnt ihr die Items trotzdem craften. Ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr einige von diesen Pixelscherben habt, könnt ihr die jetzt hier verwenden. Ihr seht, ich habe jetzt nämlich kein Schmiedeeisen mehr, kann jetzt aber den Pariser Stuhl trotzdem herstellen. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ich crafte jetzt einmal alle Items durch, weil ich habe jetzt extra vorher schon ein paar von diesen Duplikaten hergestellt, damit wir hier die Items craften können. So, und hier seht ihr die neuen Items auch nochmal im Detail. Wie gesagt, ich habe jetzt nur von jedem ein bisschen was gecraftet, einfach um es euch auch zeigen zu können. So schaut das Ganze hier aus. Ich finde den Zaun sehr, sehr süß. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Und der kann natürlich auch noch in der Nacht leuchten. Ich stelle das hier mal um und mache mir hier ein bisschen Zeit dazu. So schaut es in der Nacht aus, wenn das Ganze leuchtet. Mit der Statue hier auch. Sehr, sehr süß, gefällt mir sehr, sehr gut und mich erinnern diese Gartenmöbel auch an Gartenmöbel, sage ich schon. Aber diese Möbel erinnern mich an die Gartenmöbel-Serie aus Animal Crossing. Ich finde das sehr, sehr lieb, auch dass der Zaun leuchten kann, finde ich sehr, sehr süß. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz zurück zu Remy. Wo hat er sich denn versteckt? Och, jetzt ist er auch hier im Sumpf, das ist ja ein Wahnsinn. So. Und er sagte jetzt, wow, das Che Remy sieht schon besser aus, gut gemacht. Aber denk daran, wenn du eine Kochherausforderung suchst oder du das Dorf mit ein paar besonderen Möbeln schöner machen möchtest, komm einfach jeden Tag zu mir und rede mit mir. So, und dafür haben wir jetzt nochmal drei Stück bekommen. Wie gesagt, ich muss hier nur die Kamera nach unten halten, dass ich euch hier nicht spoiler. Wir gehen mal hier zum Plaza, dann können wir hier, kann ich euch hier wieder das zeigen. Genau, das heißt, so könnt ihr dann diese Möbel hier craften, finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr süße Zusatz-Questline, wo man einfach ein bisschen kochen kann, die Bewohner bedüdeln. Und wie gesagt, es sind echt ein paar tolle Items mit drinnen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer liebstes Lieblings-Item ist. Meines ist auf jeden Fall der Zaun, den finde ich sehr, sehr cool, sehr hübsch. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Und falls ja, würdet ihr mich auch sehr unterstützen, wenn ihr mir ein Abo und ein Däumchen da lässt. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Und wie immer freue ich mich, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen.